Meine Damen und Herren, zum dritten Mal geht es hinter die Kulissen der Keduma-Monster. Trampeln Sie, klatschen Sie, flippen Sie aus. Hier ist wie immer Ihr Gastgeber, Luzi. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Keduma-Making-of. Heute befassen wir uns mit dem kommenden Horrorfilm Monstericon 3, auch bekannt als Monstericon Universe, das Universum der Monster. Und da sind wir schon bei der ersten Besonderheit, denn eigentlich sollte der dritte Monstericon-Teil Monstericon Fight, der Kampf der Monster, heißen. Da Teil 3 doppelt so lang wurde als geplant, also im Drehbuch, entschied man sich nach den Synchronsprecharbeiten aus Teil 3 einen dritten und vierten Teil zu machen. So wird Teil 4 Monstericon Fight heißen. In Monstericon 3 gibt es unheimlich viele neue Lordi-Monster. Diesmal sind neben Mr. Lordi und Mr. Amen auch die Alien-Brüder Mr. G-Stealer und Mr. Keeter, Cyborg Mr. Magnum und Valkyrie Lady Annery dabei. Hauptsächlich geht es um die Hintergrundgeschichten der Monster, doch erfährt man endlich, wie es nach Teil 1 mit Billy, Lissy und den Schädelwaldmonstern Grace, Vincent, Veronica und Thomas weitergeht. Der Film hat diesmal zwar mehr was von einem Grusel-Action-Film als von einem Horrorfilm, ist aber dennoch nicht weniger gut als seine beiden Vorgänger. Hier in unserem Studio seht ihr heute ein paar Filmrequisiten, wie auch die Lordi-Masken. Auch heute habe ich wieder tolle Gäste bei mir. Fangen wir an mit einem altbekannten Gast, der Marionette Kurt Künstler. Schön, dass du heute bei uns bist. Diesmal hast du ja noch mehr Figuren gespielt als beim letzten Teil. Erzähl uns mal was darüber. Hallo Luzi, nun diesmal habe ich nicht nur den Pharao Mr. Amen Ra gespielt, sondern auch die Alien-Brüder Mr. Keeter und Mr. G-Stealer. Für jede Rolle hatte ich jedoch einen eigenen Sprecher und so fiel das dann nicht auf. Und in den Szenen, wo man mich dann zum Beispiel theoretisch zweimal sah, also wenn Mr. Keeter sich mit Mr. G-Stealer unterhalten hatte, da haben wir dann einen Computertrick benutzt und so konnte ich dann so oft auf dem Bildschirm auftauchen, wie man mich brauchte, in dem Fall zweimal mit zwei verschiedenen Kostümen und wie gesagt zwei verschiedenen Sprechern dann. Und dann ist es gar nicht so großartig aufgefallen, dass ich mich dann in vielen Szenen mit mir selber unterhalten habe, wenn man so will. Ich hätte eigentlich auch noch den Cyborg Mr. Magnum spielen sollen, doch während der Fertigstellung des Kostüms fiel uns auf, dass das Kostüm zu klein für mich war und so nahmen wir dann meinen Schauspielkollegen Orange. Und man kann also sagen, ich stand für Magnums Maske Modell. Am Ende spielte jedoch ein anderer die Rolle. Ganz genau so ist es. Ich habe gehört, in Monstericon 4 bist du auch wieder dabei? Ja, das stimmt. Und da habe ich dann noch mehr Rollen übernommen. Noch mehr? Oha, das ist ja der Wahnsinn. Da lassen wir uns mal überraschen. Jetzt schauen wir uns mal die Entstehung der neuen Monsterkostüme an, in denen du drin gesteckt hast. Und danach begrüßen wir hier den von dir gerade genannten Orange und reden kurz über dessen allererste Rolle als Cyborg Mr. Magnum. Ja, fangen wir doch erstmal mit dem Monster Keeter an. Hier sieht man
wie unser Kurt Künstler so richtig schön eingegipst wird. Am Anfang sah es nur so ein bisschen komisch aus, so irgendwie wie so ein Affe oder so, finde ich. Und ja, dann wurde halt Stück für Stück ein Monster draus. Ne? Also, wenn man mich jetzt so gefragt hätte, was ist das für ein Monster, dann wäre mir alles Mögliche eingefallen, aber kein Alien, weil es nicht so dieses Standard-Alien-Aussehen hat. Ne? Aber muss ja auch nicht immer. Man weiß ja nicht, wie jetzt Aliens aussehen, wenn es denn dann Aliens gibt. Ne? Von daher, ja, warum nicht? Ne? Auf jeden Fall dem Original ganz gut nachempfunden. Man erkennt sofort, dass das Monster Kita ist. Und von daher, ja, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ne? Ursprünglich war auch geplant, bei Mr. Kita wie auch bei Mr. G-Stealer Ketten durchs Gesicht zu ziehen, wie es halt auch bei den Originalmasken der Fall ist. Aber das hat nicht ganz geklappt und so entschied man sich dann am Ende dafür, so eine Art silberne Kriegsbemalung, möchte ich fast sagen, den beiden Aliens ins Gesicht zu malen. Das ist dann so eine Mischung aus ja, Make-up und Kette, ja, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Ja, und hier sieht man dann auch nochmal, wie der Hinterkopf an die eigentliche Maske dran gemacht wurde. Das, finde ich, ist immer der schwerste Teil, ne, wenn die beiden Maskenteile dann zu einem werden sollen. Und da hatte Sud dann immer sehr oft Bammel gehabt, dass dann während des Fertigmachens da noch irgendwie was kaputt geht. Jetzt sind wir mittlerweile an den Haaren angekommen. Ein paar haben auch gefragt, was ist denn dieser Dutt da oben auf dem Kopf? Die Frisur von Kita beim letzten Kostüm von 2010, die hatte so einen Irokesenschnitt, also hochgesteckte Haare, und das war halt die Inspiration für das Aussehen von Kita von Keduma. Ja, also tatsächlich die Maske, die Kita am kürzesten getragen hat, nur ganz, ganz wenige Monate, die haben wir dann benutzt. Hier auch noch ganz interessant, Kita sollte ursprünglich schwarze Handschuhe mit Stacheln bekommen. Das sah auch soweit richtig gut aus, ist dann aber leider kaputt gegangen. Und dann hat man gesagt, komm, lassen wir es direkt weg. Und dann hat Kita, oder in dem Fall Kurt, dann halt für Kita rote Handschuhe bekommen. In dem Fall rote Tesafilm-Handschuhe. Jetzt sehen wir die Schuhe von Kita. Die Schuhe von Kita sind recht einfach gehalten. Auch da haben wir uns da wieder inspirieren lassen durch das letzte Kostüm von dem Original Kita. Und ja, wie ihr sehen könnt, es sind so, ja, so eine Art Schluffen oder Pantoffeln, sagt man. Ne? Das war dann die einfachste Möglichkeit, in die Schuhe reinzuschlüpfen. Und hier dann auch noch gut zu sehen, einmal der Rock und das Oberteil von Kita. Übrigens hier, was ihr seht, die Schuppen auf dem Oberteil, die wurden alle, wie auch der Rest generell, per Hand gemalt und geritzt. War also eine stundenlange Arbeit. Und hier sieht man dann auch nochmal das
Cape von Kita. Das Cape von Kita ist nicht oft in Monsteriken 3 zu sehen. Hauptsächlich ist es, ich glaube, gar nicht in 3, sondern erst in Teil 4 zu sehen und ein bisschen im Solo-Musikvideo. Ja, warum? Ja, weil was während den Dreharbeiten vergessen hatten. Und jetzt hattet ihr noch gerade gesehen, wie das Kostüm fertig aussah. So, jetzt sind wir schon beim nächsten Monster und zwar beim jüngeren Bruder von Kita, Mr. G-Stealer. Bei Mr. G-Stealer, da ist die Maske etwas einfacher gestrickt, denn da gibt es nur die Maske an sich und keinen Hinterkopf. Da fragt man sich, warum? Vergessen? Nein, haben wir nicht vergessen. Aber G-Stealer ist nur sehr, sehr kurz dabei und hat nach seinem Weggang in, Achtung Spoiler, Monsteriken 4, nur noch Gastauftritte. Und da haben wir gesagt, gut, dann reicht es auch aus, einfach nur die Maske herzustellen. Ja, jetzt gerade habt ihr noch die Brust gesehen und hier sehen wir die Hände oder die Handschuhe von G-Stealer und dann auch noch die Armreifen mit den Nieten. Ne? Also auch bei dem Kostüm sind wieder ganz, ganz viele Feinheiten wie beim Original auch nachempfunden und gebastelt worden. Das, was ihr jetzt seht, das sind noch die Schulterpolster von G-Stealer, nachdem er von Mr. G-Replacer zu Mr. G-Stealer wurde. Das wollten wir dann auch nochmal etwas abgrenzen, dadurch, dass das Alien dann noch gefährlicher aussieht. Und hier sind wir schon bei den Schuhen. Genauso wie bei Mr. Kita gibt es hier Plateauschuhe. Und die finde ich persönlich schöner als die von Kita. Denn da sind so kleine Totenkopfgesichter vorne drauf. Und um den Schuh herum auch noch so ein paar Skelettzähne, würde ich jetzt sagen. Oder Zahnreißverschlüsse, ich weiß es nicht. Und im oberen Teil dann auch nochmal so doppelte Augen, die so aussehen, als würden sie einen anstarren. Fand ich sehr, sehr cool. Das hier ist übrigens der blutverschmierte Rock. Und hier haben wir die Jacke von G-Stealer. Und hier dann nochmal das Kostüm komplett, aber ohne Kurt als Figur drin. Und hier ein paar Fotos, da hat Kurt dann zum ersten Mal versucht, in den Plateauschuhen überhaupt zu laufen. Da hat man schon vom Gewicht gemerkt, ja, einfach ist was anderes oder auch vom Gewicht her leicht ist was anderes, aber ja, er hat es ganz gut hinbekommen. Und so sah dann die Stück für Stück Verwandlung oder Verkleidung, wenn man so will, von Kurt zu G-Stealer aus. Ganz zum Schluss kam dann hier natürlich die Maske und ja, als dann alles fertig war, hat man da den Kurt nicht wirklich noch irgendwie rauserkennen können. Also er kam auch mir vor wie eine ganz, ganz eigene Figur. So, jetzt sind wir wieder zurück und ich darf nun den Orang-Utan Orange begrüßen. Schön, dass auch du heute hier bist. Sag an, wie waren die Dreharbeiten zu Monsteriken 3 für dich? Es war klasse.
Es war ja meine allererste Rolle überhaupt und hatte sehr viel Spaß gemacht. In der Rolle als Mr. Magnum werde ich ja auch übrigens von einer Frau mit computerverstellter Stimme gesprochen. Und das war dann für mich auch nochmal was ganz, ganz Besonderes und auch irgendwo Lustiges. Es hatte aber alles wunderbar zusammengepasst. Außerdem durfte ich mich in diesem Film, also in Monsterrücken 3, ja auch noch verkleiden. Und das wird ja auch nicht so oft bei Keduma Produktionen gemacht in der Regel. Und dadurch war das schon so an sich alles in allem eine sehr, sehr coole Erfahrung für mich, einen Cyborg zu spielen. Generell zum allerersten Mal vor der Kamera stehen zu können, war eine ganz, ganz tolle Sache. Man wird dich ja auch in den kommenden Projekten sehen, nicht nur in den Monsterrücken-Filmen, sondern auch in den kommenden Hoppel-Filmen. Dort verkleidest du dich aber nicht, oder? Genau! Nein, dort verkleide ich mich nicht, also ich werde da nicht in einem Kostüm zu sehen sein. Es dauert noch ein wenig, bis es soweit ist mit den Hoppel-Filmen, aber auf diese Filme freue ich mich natürlich auch sehr. Und das wird dann meine erste Rolle sein, in der man mich ohne Maske und Kostüm sehen wird. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also einige Szenen wurden schon abgedreht, ne? Also die Außendreharbeiten, die sind schon fertig. Jetzt fehlen halt noch die Studio-Dreharbeiten. Die werden noch etwas dauern und dann natürlich das Einsprechen und das Zusammenschnibbeln der Filme, dass da auch ein ganz, ganz toller Film draus wird. Deswegen ein bisschen dauert es noch, aber es wird sich sicherlich lohnen. Ja, vielen Dank, Orange. Jetzt schauen wir uns mal die Herstellung deines Kostüms an, also das Kostüm für Mr. Magnum. Und dann geht es weiter mit meinem dritten Gast, und zwar der Rabia, welche die Walküre Ennery spielte. Und hier sieht man dann auch richtig gut die Verwandlung von Kurt zu dem untoten Cyborg Mr. Magnum. Auch ganz interessant mal zu sehen, wie Magnum ohne den Helm aussah oder hätte aussehen können. Ne, das sieht man auch nicht bei uns im Film. Da sieht man ihn auch nur mit Helm. Aber jetzt hier fürs Making-of konnte man ihn jetzt gerade auch mal ohne Helm bewundern. Ein seltener Anblick. Ja, der Helm ist wichtig, ne, weil er sonst nicht arbeiten, nicht atmen und sich auch nicht großartig schützen kann. Und ja, ne, er ist so ja, wie eine Art Frankensteins Monster, was dann von einem toten Astronauten, Krieger oder aus verschiedenen Astronauten, Kriegern dann wieder zusammengesetzt wurde, ne? Leichenteil für Leichenteil und dann halt zum Leben erweckt wurde. So kommt er für mich rüber, nicht wahr? Und ja, da sieht man jetzt halt auch, wie der Hinterkopf an die Maske angemacht wird. Ne? Auch hier hat man wieder zwei Maskenteile benötigt, ne? Damit es ein Rundum quasi gab. Und die Maske an sich war, soweit ich weiß, auch das Schwerste am Kostüm. Der Rest vom Kostüm, der war vom Gewicht her recht entspannt.
hinten da sieht man jetzt die Hose von Mr. Malgenom. Auch da war wieder in mühseliger Kleinstarbeit stundenlang dran herumgearbeitet worden. Für die Rückseite, das hier, da kannten wir keine Originalfotos, da haben wir uns einfach was ausgedacht. Und hier nochmal quasi so ein Lendenschurz, ne? So, jetzt sehen wir den Orange, ne, der da gerade in das Kostüm schlüpft. So, ohne Helm von Mr. Magnum fand ich, sieht da so ein bisschen aus wie einer von Planet der Affen. Ja, und so sah dann das Kostüm aus, als es komplett angezogen war. Ja, also da erkennt man auch keinen Affen mehr drunter, selbst wenn man weiß, welche Figur in dem Kostüm steckt. So, und jetzt ist Rabia bei mir, welche die untote Walküre Lady Annery gespielt hat. Es war natürlich klar, dass Kurt nicht auch noch die Walküre spielen konnte. Aber war es schnell klar, dass du die Rolle kriegst? Klar war es nicht von Anfang an, aber schon recht früh. Mein Kostüm war ja auch das, welches von den neuen Kostümen her als erstes fertig war. Ich meine sogar ein Jahr vor dem eigentlichen Dreh. Und da wusste ich dann schon, dass ich es werde, weil das Kostüm musste ja auf mich persönlich maßgeschneidert und angefertigt werden. Sonst habe ich immer eine Hexe oder auch mal eine Dienerin gespielt und diesmal durfte ich inklusive Kostüm ein Lordi-Monster spielen. Das fand ich großartig. Wird man dich denn jetzt nach den Lordi-Filmen auch in anderen Projekten wiedersehen? Ja, ich habe kurz nach den Dreharbeiten von Monsterican 3 auch in dem Familienzweiteiler Meine Freundin Shanti mitgespielt. Dort spielte ich eine Mutter, jedoch ohne Verkleidung. Und auch in den kommenden Hoppel-Filmen werde ich ebenfalls zu sehen sein. Da spiele ich dann die Knusperhexe vom Lebkuchenhaus im Märchenland. Und ja, das ist eine altbekannte Rolle, eine Hexe zu spielen, aber es hat trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht. Wie Orange schon sagte, die Außendreharbeiten, die sind schon fertig, aber wir haben noch einiges vor uns mit den Dreharbeiten innerhalb des Studios, also quasi die Indoor-Szenen abzudrehen. Und ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf, wenn es dann losgeht. Wirst du denn auch weiterhin in den Monsterican-Filmen nach Teil 4 dabei sein? Ja, tatsächlich werde ich auch in Monsterican 5 und Monsterican 6 dabei sein. Danach auch so lange, wie halt Annery gebraucht wird. Also so schnell wird man mich nicht los, auch wenn ich nach Monsterican 6 nicht mehr in jedem Monsterican-Film dabei sein werde und wenn dann halt auch nur als Gastfigur oder als Nebenfigur, als Nebenrolle, aber zwischendurch werde ich dann immer als Überraschungsgast dabei sein. Jetzt kommt aber nach Monsterican 4 erstmal Monsterican 5 und Monsterican 6. Das dauert noch unheimlich lange. Von daher werde ich mich noch sehr, sehr lange mit der Rolle der untoten Walküre auseinandersetzen dürfen. Das freut uns natürlich zu hören. Jetzt schauen wir uns noch die Herstellung deines Kostüms an und dann sehen wir uns wieder, um mal einen Blick hinter die Kulissen des Films erhaschen zu können.
Bis gleich. Nun kommen wir wohl zu einem meiner persönlichen Lieblingskostüme. Das hat den Grund, weil ich mit dabei sein konnte, als Titten gebastelt wurden. Das fand ich ganz toll und interessant und spannend. Hey. Ja, aber erstmal bei der Maske. Hier sieht man dann Rabia, während die Maske an ihr maßstabsgetreu entsteht. Ja, also während des Prozesses liegt alles auf dem Gesicht. Erst bekommt man so eine Klarsichtfolie übers Gesicht gezogen, dass nichts auf das eigentliche Gesicht, zum Beispiel an Farbe, drauf geht. Und dann geht das los mit dem Modellieren. Ne? Da kann das auch mal vorkommen, dass Tage oder Wochen lang man das eigene Gesicht nicht zu sehen bekommt, weil die Maske drüber steckt. Und jetzt während des Entstehungsprozesses, finde ich, sah es auch teilweise hin und wieder aus wie irgendwie so eine Art Insekt, irgendwie so eine Ameisenkönigin oder so, ne, die Maske. Wäre bestimmt auch cool gewesen. Aber nein, es sollte eine untote Walküre werden. Und das ist es ja dann auch am Ende geworden, auch mit den Haaren. Auch hier hat man nur einen Maskenteil gemacht. Das ging dann auch recht entspannt, zügig und schnell. Und ja, jetzt kommen wir zu meiner besagten Lieblingsstelle. Und zwar die Entstehung des Brustkorbs. Titten! Juhu! Die wurden mehrmals verändert in Form und Größe und dann halt auch noch in Farbe. Ne? Es gab mehrere Schichten, damit der Brustkorb und das Ganze an sich, ja, gut zur Geltung kam und je nachdem wie das Licht drauf schien auch eine leicht andere Farbe hatte. So, und so sieht es dann halt am Ende aus. Ja, da sieht man auch wieder, wie viele Details überhaupt da drin versteckt sind. Ne? Also da wirklich Hut ab, da wurden wirklich stundenlang gearbeitet. Ja, und das ist jetzt das Endprodukt von dem Kostüm. Nun schauen wir uns noch das versprochene Making-of an und finden heraus, wie der Film so aussieht, wenn ihm der Spuk und die Tricks genommen werden. Und hier sieht man, wie zum Beispiel die Szenen mit Eamon an seiner Gitarre gedreht wurden, und zwar liegend. Das hatte den Vorteil, dass nicht so viel verrutschte, dass man tatsächlich mehr mit Kurt als Eamon, als Mumie machen konnte, als im Stehen. Im Stehen wurde er natürlich auch abgedreht, dann aber immer ohne Gitarre. Also mit Instrument liegend und ohne Instrument stehend. Das war übrigens bei den meisten Figuren so. Nicht bei allen, aber den meisten. Ja, jetzt sehen wir Mr. Kita, also Kurt als Kita. So die ersten Probeaufnahmen, die wurden übrigens auch bei Sud und Mandy zu Hause in der Diele gedreht. Ja, und einige Frequenzen aus dieser Szene haben es dann auch tatsächlich in das Solo-Musikvideo von Kita geschafft. Das, was ihr hier seht, das sind so die ersten
ja, ich sag mal, Gehversuche von der Figur. Ne? Oder dann halt auch, wie schon gesagt, mit dem Cape, was Kita hat, das sieht man dort auch nochmal ganz schön im Vergleich zum fertigen Film. Da wurde es blöderweise vergessen. Deswegen war uns dann noch ganz wichtig, das Cape wenigstens dort schon mal zeigen zu können, damit wir es nicht umsonst hergestellt haben. Und da, wenn man jetzt zum Beispiel Pause macht, kann man dann auch auf Standbild ganz schön das Kostüm an sich in Ruhe bewundern und sich überhaupt klar machen, wie viele Details dort überhaupt verwendet wurden und versteckt sind. Ne? Auch von den Haarfrisuren her und von den Klamotten, also wirklich ganz, ganz viel Detailverliebtheit. Die nächste Szene jetzt ist mit Rabia als Lady Annery. Da sieht man, wie die meisten Szenen gedreht wurden, vor einem grünen Hintergrund und dann halt einzeln. Ne? Also Rabia ist zum Beispiel um einiges kleiner als unsere Figur Gottfried, der Mr. Lordi gespielt hat. Und in der Szene, wo die beiden aufeinandertreffen und sich unterhalten, da wäre das dann in einem normalen Dreh extremst aufgefallen mit dem größten Verhältnis, mit dem größten Unterschied. Und deswegen wurden dann alle Monster einzeln abgedreht. Nun sehen wir auch nochmal eine, ich sag mal, normale Szene in Anführungsstrichen mit Kurt als Mumie oder als untoter Pharao Amen-Ra, damit die Hände und Arme sich besser bewegen konnten, gingen nicht nur die Fäden nach oben entlang, sondern auch zu den Seiten links und rechts, wie auch nach unten. Ja? Also je nachdem, was die Figur für eine Bewegung in der nächsten Szene machen sollte, wurden dann extra nochmal mehrere Fäden an die Figur dran gemacht, weil durch das Kostüm die Bewegung natürlich erschwert wurde. Und ja, wie auch bei Amen, ne, wo im Liegen mit Instrument gedreht wurde, das sieht man auch hier ganz schön, haben wir das natürlich auch mit Orange als Mr. Magnum gemacht, ne, mit einem grünen Hintergrund. Und ja, wenn ihr euch die Solo-Musikvideos nochmal anschaut, ne, das ist dann auch quasi jetzt hier so ein kleines Making-of zu den Musikvideos, wenn man so will. Da wisst ihr dann jetzt, die Figuren wurden liegend gedreht. Auch wenn man es später im fertigen Projekt nicht mehr sieht, da denkt man, die würden stehen. Aber genau das soll es ja auch am Ende sein. Ja, dieser Effekt. Wie haben wir das eigentlich mit dem Friedhof hinbekommen? Nun, das seht ihr jetzt hier in ein paar Fotos. Mehr wird dann in dem Making-of zu Monsterrücken 4 gezeigt. Da gab es für den Friedhof einen doppelten Boden und richtig viel Erde, und es war eine riesengroße Schweinerei, aber es sah auf jeden Fall richtig gut aus. Und da haben wir zum Beispiel nicht mit einem Computerhintergrund gearbeitet, sondern mit einem echten Hintergrund, wie jetzt halt auch bei den Waldszenen, ne? Das, was ihr jetzt seht. Warum wir für den Friedhof einen doppelten Boden brauchten, ja, zum einen für Lizzies Grab,
damit Billy auch, also Johann, der Billy spielte, auch richtig buddeln konnte. Und den anderen Grund im Verrat und zeige ich euch dann beim Making-of zu Monsterican 4. Hier seht ihr auch nochmal, wie die Szenen für den Wald normal abgedreht wurden. Auch gleich das nächste Video. Das ist mit der Waldszene Brücke. Genau, hier seht ihr es. Und das wurde alles richtig schön im Hellen abgedreht. Ne, auch wenn es schon in diesem Moment ein bisschen spooky rüberkommt. Vergleicht es dann mal später mit dem fertigen Film und ihr werdet sagen, das sind doch wohl zwei verschiedene Szenen, das wurde zweimal gedreht. Nein, es ist tatsächlich jetzt das unberührte Rohmaterial und für den fertigen Film wurde das Material einfach düsterer gemacht und mit einem Blaufilter drüber gelegt. Und dann haben Musik und Geräusche noch ihr Übriges dazu getan, so dass es wie eine richtige Nachtszene in einem monströs gruseligen Spukwald aussieht. In Monsterican 3 werde ich zwar nicht zu sehen sein, doch dafür in Monsterican 4. Trotzdem freue ich mich schon sehr auf den dritten Teil und kann ihn euch nur empfehlen. Heute habt ihr das Making-of gesehen, ihr wisst also, wie der Film entstand und könnt euch jetzt wunderbar auf den fertigen Film Monsterican 3 vorbereiten, der ab dem 27. August diesen Jahres auf YouTube zu sehen sein wird. Wir werden uns bald wiedersehen und zwar bei dem nächsten Making-of zu Monsterican 4. Zum Schluss möchte ich euch dann natürlich gerne noch die Entstehung der neuen Lordi-Maske zeigen. Die seht ihr hier, wie sie Stück für Stück entstand. Ne, auch da ist wieder richtig viel Zeit, Arbeit, Schweiß und Blut reingelaufen. Aber am Ende sah es richtig cool aus. Und unser Olaf Black, der hat in Monsterican 3 auch mitgemacht. Und zwar hat er da einen namenlosen Nazi gespielt, wie auch leider Gottes Adolf Hitler. Ja, passt aber zu den ganzen Monstern hier. ja, also bis jetzt hat unser Olaf als Polizist irgendwie in den Monsterican-Filmen immer nur Nazis spielen dürfen. Ja, das wollte ich euch aber auch noch zeigen, denn das hatte ja auch was mit Monsterican 3 zu tun. So, das war's von mir aus. Danke. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.